wenn ihr ein Spiel mit recht viel Brisanz, euer Ex-Aufstiegstrainer mit seiner neuen Mannschaft, Georg Erzeg, hat euch besucht als Spitzenreiter. Bei euch noch der Stürmer, der Ex-Stürmer der Heidelheimer. Ja, wie viel Brisanz hast du in dem Spiel gesehen? Ja, stand natürlich einiges auf dem Spiel. Es ist so eine kleine Vormachtstellung. Heidelheim kam als Tabellenführer zu uns angereist. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Es war natürlich auch vorher schon klar, dass Georg Erzeg sich mit Sicherheit einiges einfallen lässt im taktischen Bereich. Und was Erich Strobel betrifft, denke ich, dass es für ihn auch ein besonderes Spiel war. Aber alles in allem gesehen war das gut, was wir heute geboten haben. Und die Präsenz, was allgemein jetzt mich betrifft oder die Mannschaft drumherum, habe ich da jetzt nicht so gesehen. Also. Ja, was sagst du sonst zum Spiel? Aus meiner Sicht war es ein recht attraktives Spiel. Die Attraktivität, die man bei einem Spitzenspiel erwartet hätte. Es ist zwar in der zweiten Halbzeit etwas langsamer geworden und ruhiger das Spiel, aber ansonsten, ja, wie hast du es gesehen? Ja, ich glaube, es war ein guter Auftakt von uns. Wir sind relativ schnell durch ein wunderschönes Tor in Führung gegangen, schöne Kombination rausgespielt. Dann haben wir eine Phase gab, wo wir vielleicht ein bisschen zu behäbig waren oder das ein oder andere Mal nicht so in die Zweikämpfe gekommen sind. Und da hat natürlich auch die Klasse von Heidelheim sich gezeigt, dass sie auch zu Recht da oben stehen. Und das wurde mit zwei Angriffen von Heidelheim wurde das bestraft. Und dann müssen wir uns natürlich kurz schütteln, sind dann in die Halbzeitpause gegangen. Es war dann wichtig, dass wir uns das auch nicht den Schneid abkaufen lassen. Das haben wir in der Halbzeit auch angesprochen, was wir verbessern müssen. Das hat der Coach uns mitgegeben, an was es in der ersten Halbzeit noch gemangelt hat. Und alles in allem, wie wir dann in der zweiten Halbzeit gespielt haben, denke ich, war dann wirklich souverän. Und ich denke, das 3 und das 4-2 gehen auch in dieser Höhe, finde ich, gerecht in Ordnung. Der Trainer hat bestätigt, dass für euch der Aufstieg ganz klares Ziel ist, wie es wahrscheinlich selten eine Mannschaft in dieser Landesliga bestätigen würde. Ja, wie sieht es mit diesem Ziel aus? Ja gut, ich denke, der Trainer bestätigt das im Interview. Ich denke, der Verein gibt das als Zielvorgabe voraus. Das denke ich, brauchen wir nicht drum herum reden. Dem kann ich nur zustimmen und alles andere wäre Schwachsinn, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden um Platz 3 bis 6 mitspielen wollen. Ich denke, mit dieser Mannschaft hat man auch gesehen, was für ein enormes Potenzial in uns steckt. Wir haben jetzt, gab es die letzten Wochen auch 1-2 Spiele, wo wir auch mal in Rückstand geraten sind. Und ich denke, die Moral der Mannschaft hat das gezeigt, dass wir die Niederlagen oder beziehungsweise die Rückstände auch aufholen können. Und das ist schon richtig gut so. Und ich kann dem nur zustimmen, wie gesagt. Also alles andere als der Aufstieg wäre dieses Jahr für uns nicht zumutbar. Nächster Gegner, Ersingen, hast du es schon kurz angesprochen. Was denkst du, was das für ein Gegner und für ein Spiel wird? Ja, wir haben ja schon, vor 2 Jahren in Ersingen gespielt. Ersingen ist eine kompakte Mannschaft, wird auch viel über den Zweikampf kommen. Ich denke auch, dass sie eine sehr robuste Mannschaft sind, taktisch wahrscheinlich auch gut eingestellt werden. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns auf uns konzentrieren, wenn uns das gelingt, dass wir unser Spiel aufziehen, dass wir die Zweikämpfe annehmen, dann bin ich guten Mutes, dass wir auf jeden Fall den Dreier dort mitnehmen. Benni, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ebenso.